Atlas Fallen. War das nicht dieses Action-Rollenspiel aus Deutschland, das ohne deutsche Sprachausgabe daherkommt? Nicht mehr. Nach unserer Preview im Frühjahr ging ein solches Raunen durch die Kommentarbereiche, dass selbst Publisher Focus Entertainment eingestehen musste, dass das so nicht bleiben kann. Prompt gewährten sie den Frankfurter Entwicklern bei Deck 13 drei zusätzliche Monate, um diesen Makel auszuwetzen. Sicher eine der besten Entscheidungen, die sie je getroffen haben. Denn die neue deutsche Fassung ist der englischen unserer Meinung nach haushoch überlegen. Großen Anteil daran hat die Sprecherauswahl, die für Deck 13-Chef Jan Klose als großer Film- und Hörspielfan auch eine ganz persönliche Angelegenheit war. Er hat versucht, den Gauntlet zu stehlen. Mach ihn fertig! Was? Hände weg! Ich habe nur versucht, dich wiederzubeleben. Und wie es aussieht, war ich erfolgreich. So lauschen wir ehrfürchtig jeder Zeile, die uns die deutschen Stimmen von Nicolas Cage, gesprochen von Martin Kessler, und John Cusack, gesprochen von Andreas Fröhlich, in den Rollen unserer Begleiter Arif und Layal aufs Trommelfell kredenzen. Die Sprecher zweier Hollywood-Schwergewichte, die im Action-Klassiker Con Air sogar gemeinsam auf der großen Leinwand zu hören waren. Bitte, Jenny, alles ist perfekt organisiert. Wir müssen uns nur Sorgen machen um ein paar schale Drinks und Turbulenzen. Hörspielfans kennen Fröhlich zudem als Bob Andrews aus den drei Fragezeichen. Auch die Stimmen des wahlweise männlichen oder weiblichen Protagonisten wissen zu überzeugen. Lediglich einige Nebenfiguren lassen durchblitzen, dass sie durch Cameo-Gäste wie Wirt von den Rocket Beans, der Dorfschmied in Castrum 7 und nicht von Filmsprechern synchronisiert wurden. Ich glaube, unser Händler hatte mal eins. Ich habe gehört, dass der reisende Händler von Zeit zu Zeit Steine bei sich hat. Aber psch, das hast du nicht von mir. Mit dieser guten Nachricht aus dem Weg, wie wär's mit noch mehr guten Nachrichten? Denn Atlas Fallen hat auch abseits der Sprecherriege mächtig was auf dem Kasten. Das neue Open-World-Abenteuer von Deck 13 ist sogar richtig klasse, aber klären wir erstmal, worum es geht. Als zunächst schmächtiger Underdog schuften wir uns im Dienste der tausendjährigen Königin fast zu Tode. Die setzt nämlich alles daran, ihrem Lebenszeitgönner Telos, das ist der allmächtige Sonnengott, dessen fliegender Wächter permanent am Horizont thront, zu gefallen und ihm so viel dem Erdreich entrissene magische Essenz zu schicken, wie sie nur kann. Dazu setzt sie auf eine Kaste namenloser und komplett entrechteter Knechte, um die sich in dieser ausblutenden, sich zunehmend in eine Wüste verwandelten Welt auch sonst niemand schert. Der Gestank dieser Namenlosen. Vielleicht können wir ein paar unserer alten Parfums auf sie werfen. Unserem zunächst trostlosen Schicksal entfliehen wir dank eines mächtigen magischen Artefakts, das uns eines Tages ein mysteriöser Sandsturm praktisch vor die Füße weht. Mit ihm und den in rund 20 Spielstunden geschmiedeten Allianzen kämpfen wir uns vom Boden der Hackordnung empor und schicken uns an, die Welt, wie wir sie kennen, aus den Fugen zu heben. Natürlich kann niemand über Atlas Fallen sprechen, ohne auch das grandiose Sandsurfen zu erwähnen. Diese magisch unterstützte Fortbewegungsmethode macht das Erkunden der drei weitläufigen Open Worlds, in die sich die Spielwelt unter anderem gliedert, zu einem herrlich flotten Vergnügen. Wann immer wir Sand zwischen unseren Zehen spüren, wechselt die Sprintfunktion automatisch in den Surfmodus und lässt uns Hänge in Windeseile hinab, aber auch emporsurfen. Dabei ist das Surfen nur ein Teil des rasanten Bewegungsrepertoires, mit dem wir durch die Welt von Atlas düsen. Mit Doppelsprüngen und bis zu drei Air-Dashes erklimmen wir zahllose Anhöhen und Ruinen, umrunden schwungvoll Feinde und malträtieren sie zu Boden und zu Luft mit unseren drei magischen aus Sand geformten Waffen. Möglich macht's der sprechende Handschuh, genannt Gauntlet, dem auch noch ein sympathischer Geist namens Nayal innewohnt. Gemeinsam begeben wir uns auf eine abenteuerliche Reise, während der wir uns sukzessive vom Niemand zum Weltenretter aufschwingen und dabei auf den Pfaden eines uralten Ritterordens wandeln. Die Ritter von Bastengar sind nämlich die einzigen, die mehr über unser neues Spielzeug wissen könnten. Sprechen die Geschichten über ihre Revolte gegen den allmächtigen Sonnengott Telos doch ebenfalls von einem sagenumworbenen Gauntlet. Zu Beginn unserer Odyssee sind Ritter, Königin und Telos allerdings genauso weit entfernt wie der Polarstern. Sie geben uns eine Richtung vor, doch wohin sie uns führen, ist ein großes Geheimnis. In bester Romantradition begeben wir uns auf eine Reise ins Ungewisse. Aber Moment mal, 20 Stunden durch die Wüste rennen? Kann das überhaupt Spaß machen? Und wie? Das Setting von Atlas Fallen ist nicht nur schön unverbraucht, es präsentiert sich auch viel hübscher, als man zunächst vermutet. Gut, die Grafik ist nicht die taufrischeste, übertreibt es hier und da mit ihrem Bloom-Effekt und verzichtet auf moderne Technologien wie Raytracing. Letzteres könnte in einer ausgedörrten, geradezu apokalyptischen Welt mit kaum reflektierenden Flächen aber sowieso nur selten seine Muskeln spielen lassen. Und die Performance war dafür auf unseren Testsystemen stets in Ordnung.
Nein, die wahre Schönheit liegt im grandiosen Welten- und Leveldesign, das seine drei mittelgroßen Open Worlds mit genau der richtigen Menge an interessanter Topografie, verführerischen Ruinen und versteckten Schätzen befüllt. Bemerkenswert ist auch die enorme Weitsicht. Feinde und lukrative Truhen werden uns schon aus solcher Distanz angezeigt, dass wir regelrecht die Augen zusammenkneifen müssen, um sie genau zu erkennen. Lassen wir unseren Blick noch etwas weiter in die Ferne schweifen, beglückt uns schließlich ein malerischer Horizont, der Fantasy-Romantik und die allgegenwärtige Bedrohungslage durch den an Himmel thronenden Wächter von Telos gekonnt verzahnt. Während die schöne Welt das im internationalen Vergleich eher kleine Budget geschickt zu kaschieren vermag, wird es bei der Inszenierung der Handlung umso offensichtlicher. Dialoge halten bewusst Abstand zu den eher minimal animierten Gesichtern und vollwertige Zwischensequenzen werden nur äußerst sparsam eingesetzt. Auch deshalb sind die hochkarätigen Sprecher so verdammt wichtig für Atlas Fallen, denn in Abwesenheit ausdrucksstarker Mimik sind es allein die Stimmen, die uns emotional abholen. Insbesondere Kessler glänzt mit seiner enormen Bandbreite und versetzt uns mit einer überaus lebensechten Verzweiflung in der Stimme mehrmals einen tiefen Stich ins Herz. Und deshalb werden wir auch gewinnen. Für dich. Für alle. Es ist unsere Pflicht. Damit setzen er und andere erinnerungswürdige Akzente in einer Erzählung, die ansonsten einem eher heiteren Unterton folgt und die durch einen stetigen Anstieg der Risiken sowie mehrere kleiner Twists durchgängig zu motivieren weiß. Ein Highlight sind auch die vielen Nebenfiguren. Die treffen wir nicht nur einmal, sondern im Verlauf der Handlung immer wieder und an anderen Orten. Wir können ihren Werdegang also wunderbar begleiten und freuen uns auf jedes Wiedersehen. Sei es mit der tapferen Finderin aus der anfänglichen Karawane, den tatkräftigen Brüdern Rast und Sporn aus der Flüchtlingssiedlung Castrum 7 oder einem kauzigen Barden, dem wir nur widerwillig als Muse dienen. Mein Freund, du bist doch ein Freund, oder? Ja, ja, das bist du. Du willst mich inspirieren, ich sehe es. Über die Figuren vermittelt Deck 13 trotz der getrennten Regionen ein Gefühl von Kontinuität und offenbart mit ihren Schicksalen die Licht- und Schattenseiten unseres Handelns. Gleichzeitig bleibt der Handlungsverlauf stets linear und stellt uns kaum vor echte moralische Abzweigungen. Atlas Fallen überschwemmt uns auch nicht mit einer Flut an Sammelaufgaben und belanglosen Nebenquests, sondern findet für beides genau das richtige Maß. Versagen wir bei Worträtseln oder finden wir nicht sämtliche gestohlene Äpfel des Obsthändlers, wird Frust vorgebeugt, indem wir die Aufgaben auch im fast richtigen Zustand abschließen dürfen. Also denke ich, ich kann das durchgehen lassen. Seine strikte Linearität während der Haupthandlung wiegt Atlas Fallen mit den anderen Verlockungen der Spielwelt auf. Allen voran die in jedem Winkel versteckten Schätze, die uns auf vielfältige Weise fürs Erkunden belohnen und so kaum einen Schritt abseits der vorgezeichneten Pfade vergebens machen. Jedenfalls, sofern wir nicht gegen eine der unsichtbaren Wände prallen, die zukünftige Storystationen wie den Palast schützen. Eine äußerst unelegante Lösung in einem Spiel, das uns derart zum vertikalen Erkunden auffordert. Toll dagegen ist, dass die gesamten Rohstoffe und Tribute, so der Name der Währung, bis zur letzten Minute nützlich bleiben. Denn sie unterstützen optimal das, worauf unsere Sammelwut eigentlich abzielt, die Essenzsteine. Die Essenzsteine erinnern mich an Geschichten aus dieser Welt. Sie sind uralt. Sie sind tief mit der Geschichte dieser Welt verknüpft. Von ihnen gibt es, in Anlehnung an die allseits beliebten Pokémon, 151 Stück zu erbeuten und ähnlich den kleinen Taschenmonstern erweitert jeder einzelne unsere taktischen Möglichkeiten im Kampf. Aus jeweils 11 von ihnen stellen wir uns 3 schlagkräftige Decks zusammen, die wir nach Belieben auswechseln. Im Gegensatz zu einem überfrachteten Assassin's Creed haben wir hier also ein echtes spielerisches Interesse daran, alle 4 Himmelsrichtungen nach neuen nützlichen Talenten abzugrasen. Wir finden sie in Truhen, Monstern, als Questbelohnung oder auf Formeln für den Eigenbau. Die Skills und Boni, die uns besonders gefallen, bauen wir in bis zu 2 Stufen weiter aus und verwenden dafür Erze, Pflanzen und Essenzstaub, eine Art Erfahrungspunkte, die wir für besiegte Monster und erledigte Aufgaben einheimsen. Was uns fehlt, erwerben wir gegen Geld bei Händlern. Auch unser Gauntlet an sich erhält im Verlauf der Handlung neue Fähigkeiten und ermöglicht uns den Zugang zu einst versperrten Rätseln und Gängen. So lockt uns das Spiel auch zurück in frühere Regionen, wenn wir es lassen. Das Essenzsteine-Crafting und Ausprobieren funktioniert sehr intuitiv. Wir experimentieren ständig mit neuen Kombinationen herum und verschieben die aktiven wie passiven Talente auf unserer Momentumleiste. Diese Momentumleiste füllt sich im fortschreitenden Kampfgetümmel und aktiviert so nach und nach unsere an ihr entlanglaufende Skill-Auswahl aus Bronze-, Silber- und Goldfähigkeiten. Eine taktische Wahl wäre zum Beispiel, den Bronzebereich auf schnellere Momentumgenerierung zu spezialisieren, sodass wir früher Zugriff auf die 2 mächtigeren Kategorien erhalten.
Streckt dann eines der 16 verschiedenen Sandungetüme sein groteskes Haupt aus dem Sand, prügeln wir mit jeweils 2 von 3 Waffengattungen darauf ein. Die Axt verwandelt sich bei zunehmenden Schlagkombinationen zu einem großen Vorschlaghammer und die Sandpeitsche erlaubt ein schnelles Heranziehen an die Gegner. Beide ersetzen wir wahlweise durch die Sandfaust, die blitzschnell auf unsere Widersacher einprügelt. Selten spielt sich eine Konfrontation dabei rein auf dem Boden ab, denn den vielseitigen Schlägen, Lasern, Schadflächen und Minen weichen wir am besten mit unseren rasanten Air-Dashes aus, die uns in Windeseile ans andere Ende des Schlachtfeldes befördern. So umkreisen wir die gerne mal haushohen Elite-Gegner und dreschen gezielt auf das Körperteil ein, das wir ihnen zuerst abschlagen wollen. Die auswählbaren Trefferzonen unterteilen sich in lebenswichtige Gliedmaßen und solche, die unsere Chancen auf Essenzsteinbeute erhöhen. Hier taktieren wir also zwischen Schnelligkeit und Gier hin und her. Die zweite große Säule unserer Defensive ist unsere Sandhaut, die wir als Blockmanöver im richtigen Timing zum gegnerischen Angriff bringen. Als optische Hilfe blinkt das attackierende Körperteil vorher rot auf. Über Angriffe von außerhalb des Bildausschnittes informieren uns praktische kleine Pfeile um unsere Hüfte herum. Erfolgreich blockierte Angriffe richten keinen Schaden an und geben besonders fingerfertigen Spielern so die Möglichkeit, selbst die härtesten Kämpfe unverletzt zu überstehen. Auf dem höchsten der 3 Schwierigkeitsgrade wahrlich keine leichte Aufgabe, insbesondere da in Rage geratene Sandteufel noch schneller, härter und variantenreicher auf uns einschlagen. Stecken wir doch mal eine Backpfeife ein, heilen wir uns mit den 3 bis 5 Ladungen unseres Schutzamuletts oder heben damit gefallene Koop-Partner auf. Oh ja, ihr könnt Atlasfallen komplett im Koop durchspielen. Haben wir ja noch gar nicht erwähnt, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ob allein oder im Koop, regelmäßige Autosaves und das manuelle Speichern an den Ambossen bewahren uns bei einem Ableben vor übermäßigem Zeitverlust. Gelingen uns aber 3 aufeinanderfolgende Blocks, friert unser Feind vorübergehend in kristalliner Form ein und wird ganz besonders schadensanfällig. Den gleichen Effekt erzielen wir, wenn wir unsere bisher angesparte Momentumleiste in einem verheerenden Zerschmettern Flächenangriff entladen. In Kombination entfesseln unsere rasanten Fortbewegungs-, Block- und Angriffsmöglichkeiten wahrlich spektakuläre Kämpfe gegen Gruppen und Bosse. Und das, obwohl wir dabei häufig nur 2 Angriffstasten drücken oder für schwere Angriffe festhalten. Das macht das System ebenso eingängig wie befriedigend. Einziger Wermutstropfen ist die schwankende Übersichtlichkeit, denn die Kamera verzettelt sich gelegentlich in den übergroßen Sandviechern und zwingt uns so hektisch auf Abstand zu gehen. Auch die störrische Aufschaltfunktion schlägt in dieselbe Kerbe und wirkt auf dem PC umständlich. Besser wäre es, wenn wir beim freien Kämpfen ohne Aufschaltung automatisch in die Richtung des nächsten Gegners schlagen würden. Mit oder ohne optionale Herausforderungen findet die Handlung nach rund 15 bis 25 Stunden zu einem runden Ende. Und das Beste daran, wir können das Abenteuer wie gesagt auch von A bis Z im 2-Spieler-Koop genießen. Der Koop-Modus kommt in Atlasfallen fast schon ungewöhnlich gut durchdacht daher und liefert dort wieder Spielwert, wo die lineare Geschichte ohne alternative Enden eigentlich keinen hergibt. Denn hier sind beide Partner völlig gleichberechtigt, können gemeinsam oder eigenständig Dialoge führen und wichtige Gegenstände aufheben. Jedwede Beute landet als Kopie auch im Inventar des anderen. Das clevere Fortschrittssystem sorgt dafür, dass man sich ebenso spielend leicht einander angleichen sowie spontan voneinander abkapseln kann. Wer zurückliegt, hostet einfach die Session und der Gast entscheidet, ob er während der Aufholjagd weiter Charakterfortschritte sammeln will oder nicht. Ist man wieder gleich auf, setzt man einfach eine neue Session auf und schon schreiten wieder beide Spielstände gemeinsam voran. Wer sowieso ausschließlich zusammenspielt, erlebt von Anfang an ein nahtloses Koop-Vergnügen, in dem sich beide Partner sogar mit speziellen Essenzsteinen gegenseitig stärken können. Grundsätzlich wird Atlasfallen im Koop deswegen auch ein bisschen leichter, zumal Bosse und andere Monster sich meist nur auf einen Spieler konzentrieren. Als Ausgleich bekommen wir es aber in der Regel mit mehr Monstern zu tun und wenn sich ein Partner zu langweilen droht, kann er unabhängig vom anderen seinen Schwierigkeitsgrad hochdrehen. Aber selbst die friedliche Erkundung der sandüberfluteten Ruinen von Atlasfallen ist im Koop ein großer Spaß. Gemeinsam über die teils spektakulären Ausblicke staunen oder über die Sanddünen surfen macht dem Team einfach doppelt Freude. Selbst Zwischensequenzen bilden beide Spiele ab, die sich dank kosmetischer Anpassungsmöglichkeiten auch herrlich voneinander unterscheiden können. Aber keine Sorge, Mikrotransaktionen schließen die Entwickler kategorisch aus. Crossplay zwischen unterschiedlichen Plattformen gibt es zwar nicht, doch dafür könnt ihr euch sicher sein, dass der über Steam abgewickelte Multiplayer auch nach Ende des offiziellen Support-Zeitraums weiter funktioniert. Alles in allem schnürt Atlasfallen mit seiner Kampagne, seiner Welt und dem famosen Koop eines der rundesten Spielepakete, die dieses Jahr erschienen sind. Wer auf Hochglanzinszenierung verzichten und die Kameraschnitzer verzeihen kann, macht hier definitiv nichts falsch.
Ja, beim Kampfsystem erreicht Atlas Fallen nicht die Eleganz eines Devil May Cry 5, auch wenn die Serie hier sicherlich eines der Vorbilder war. Auch kleinere Bugs waren in unserer Testversion noch enthalten, doch nichts, was eine größere Abwertung rechtfertigt. Dafür liefert das Team von Deck 13 eine Welt, die mit ihren verknüpften Geschichten manchmal sogar an Gothic erinnert und sich trotz Open-World-Ansatz immer wie von Hand gebaut und durchdacht anfühlt. Egal, ob ihr sie nun allein oder zu zweit erlebt.